Ja, kann man machen. Hi, ich bin's wieder, eure Steffi, aka eines der 20 glücklichsten Menschen Deutschlands. Denn ich bin Teil der Nix Space Awards Germany 2019. Ich hab's unter die Top 20 geschafft, worüber ich so überglücklich bin. So überglücklich, dass ich direkt Sprachfehler bekomme. Als ich die Nachricht auf Arbeit gelesen habe, habe ich geheult. Und für alle, die neu dazugekommen sind und mich noch nicht kennen, mein Name ist Steffi, ich bin 21 Jahre alt, bin ganz frisch geworden und komme aus der Nähe von Leipzig. Ja, was mache ich so? Ich mache gerade Friseurausbildung, wo ich auch immer schön kreativ zur Tat schreiben kann und habe davor mein Abi gemacht und mache gerne was mit Make-up und deswegen mache ich YouTube, weil ich mich da austoben kann und gerne anderen Leuten meine Make-up-Sachen zeige. Und deswegen habe ich auch so Bock auf die Face Awards und wollte schon ewig hier mitmachen, weil man einfach aus seiner Komfortzone rauskommt, Themen bekommt und einfach dann kreativ sein muss und sich krasse Sachen ausdenken muss. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ja, aber ich würde gar nicht lange weiter rumlabern, sondern ich würde sagen, lasst uns mal dieses hübsche Paket hier auspacken. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt alles auf meinen Schminktisch kriegen soll. So, let's go! Nicht öffnen. Umweltfreundliche Polsterkissen. Sehr gut, nix. Ah, mein Gott! Guckt mich das an! Das ist ja Wahnsinn. Ich freue mich so. Einfach nur mal hier so in die Kiste reingefilmt. Also, oh, ich bin gerade innerlich komplett am Ausrasten. Es ist so surreal und ich realisiere das einfach jetzt erst, dass ich es geschafft habe und endlich in den Top 20 bin. Ich würde sagen, ich hole das jetzt einfach mal alles nacheinander raus und sortiere das so ein bisschen. Und am Ende zeige ich euch das Gesamtpaket. Mir springen direkt hier ein paar wunderschöne Beautyblender in die Augen. Wahrscheinlich richtig toll für unter die Augen, für Concealer und so. Oh ja, Jumbo Eye Pencil. Habe ich richtig Bock drauf, die mal auszuprobieren. Ich hatte schon bei voll vielen gesehen, dass sie das für Bodypainting benutzen. Und da bin ich richtig gespannt. Ich habe es noch nicht geschafft, das mal auszuprobieren. With the Prides. Ich liebe sie. Powder Puff Lippies habe ich auch noch nie ausprobiert. Geil. Eyeliner. In allen verschiedenen Formen und Farben. Weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall in allen verschiedenen Formen. Oh, eine Wimpernzange. Ja, die kann ich gebrauchen. Ich habe nämlich bisher in meinem ganzen Leben nur eine einzige Wimpernzange gekauft und die gammelt langsam vor sich hin. Und hier sehe ich auch schon das erste Can't Stop Won't Foundation. Ich habe die selber auch, benutze die schon seit Ewigkeiten. Pigment Primer, wie geil. Ah, okay. Away We Glow Highlighter. Kann man sich in die Foundation mischen für einen schönen Glow. Oh mein Gott. Glitter Liner. Ich sehe hier schon was ganz Tolles. Oh mein Gott, ich finde die so schön. Ich meine die Farben. Gerade für mich, also ich trage ja sowas auch im Alltag, ne? Und oh, sehr gut. Setting Spray, Dewy Finish, habe ich gerade nur drauf gemacht, weil es zu warm ist nochmal. Und ist gerade alle gegangen. Was ist das denn Geiles? Make-up Brush Cleanser, ich brauche einen neuen. Nix, ihr könnt Gedanken lesen. Ich sehe Wimpern. Ich bin gleich überfordert, weil ich habe jetzt schon keinen Platz mehr. Ich habe gerade die halbe Kiste ausgepackt. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen mehr Platz machen. Das Geile ist, die Wirf der Hype Mascara ist meine absolute Lieblingsmascara. Es gibt keine bessere für mich. Und deswegen freue ich mich super, dass sie hier drin ist und hier sogar ein Waterproof. Oh, ich bin übersehen von Mückenstichen, das ist so ekelhaft. Oh. Und Glitzerpigmente und Highlighter und das ist, oh, ich bin total überfordert. Ein Gel-Highlighter. Den muss ich jetzt aufmachen. So ein Gelee-Highlighter. Oh, ist das schön.
Das Holo-mäßig. Ja. Das ist richtig cool. Das ist wie meine Chefin hat, nur von Nyx. Sieht so schön aus. Das ist eine Gürteltasche für Pinsel. Kannst oh, cool. Du richtig bei Make-up-Artist-Jobs kannst du dann deine Pinsel reinstecken. Pinseltasche! Weil ich will ja später auch mal Make-up-Artist lernen und das dann richtig als Beruf machen und halt, keine Ahnung, so schminken. Und da brauche ich sowas unbedingt. Das hat meine Chefin auch. Und das ist echt praktisch. Ich liebe die Liquid Suede Lippenstifte, weil die halten so geil. Die haben eine geile Konsistenz, geile Farben und lassen sich mega gut auftragen. Ich liebe die. Ich muss, glaube ich, echt meinen Schminktisch nachher aussortieren und putzen, damit das alles reinpasst. So. Die Kiste ist leer. Slayer! Ich bin überfordert, Leute. Wirklich. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal runterkommen und das sortieren und dann zeige ich euch das gleich nochmal, weil das ist... Ich muss mir einen neuen Schrank kaufen, das geht nicht anders. Also... So, ich habe das jetzt alles mal einigermaßen sortieren können. Oh Gott, ich kann das gar nicht alles erfassen. Ja, einmal Abschminktücher, beginne ich einfach mal damit. Kann man immer gebrauchen. Was ich mega cool finde, ist diese Pinseltasche. Kann ich auch dann später in meinem Job gut gebrauchen. Ja, Beautyblender. Dann Highlighter, die man sich in die Foundation mixen kann. Dann Foundation Pro Mixer, womit man sich die Foundation heller oder dunkler machen kann. Wobei ich das wahrscheinlich nicht brauchen werde, weil ich ja eh alle Counter Bonestop Foundations habe. Damit wir schön geprimed sind, haben wir natürlich auch den Pro Filler. Dann alle möglichen Concealer dazu. Ein Setting Powder, Pinsel. Dazu passend auch ein Pinselreiniger. Die No Filter Puder. Dann haben wir hinten die Suede Matte Lipsticks. Dann haben wir verschiedene SFX Colors und ein SFX Setting Puder. Verschiedene Vivid Brights Creme Farben. Hier ist der ganze Wimpernkrams. Da haben wir eine Wimpernzange. 21 Paar Wimpern und 3 Versionen meiner Lieblingsmascara. Dann geht es hier weiter mit Eyelinern. Da haben wir einmal einen braunen und einen schwarzen Epic Ink Liner, einen weißen Eyeliner. Ganz viele That's the Point Eyeliner, 2 Glitter Eyeliner und Vivid Brights Eyeliner. Dann haben wir die Jumbo Eye Pencil, auf die ich mich schon sehr freue. Eye Brightener, also schön pastellige Kajalstifte. Dann Lip Liner in allen möglichen Farben. Die Powder Puff Lippies, Soft Metallic Lip Creams, Glitter Golds, Lip Glosse, Lipsticks, Liquid Lipsticks. Dann die Soft Matte Lip Creams. Dann die Liquid Suede Lip Creams, die ich über alles liebe. Dann ganz viele flüssige Highlighter, einen Puder Highlighter und 3 Jelly Highlighter. Und den hier habe ich schon ausprobiert. Oh mein Gott, ich liebe es. Dann 3 kleine Ultimate Paletten, 2 Off Tropic Paletten, 2 Foil Play Paletten mit Schimmer und 2 Glitzer Paletten und einen flüssigen Glitzer Eyeshadow. Und hier haben wir dann den Pigment Primer, die Glitzer Pigmente und die normalen Pigmente. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin komplett überfordert. Ich werde jetzt wahrscheinlich die ganze Nacht damit zubringen, meinen Schminktisch auszumisten. Dann werde ich meinen Schminktisch putzen, weil der schon wieder ganz schön zu gestaubt ist, wie das so ist, wenn man hier schön Puder jeden Morgen. Und dann werde ich die restliche Nacht das Video schneiden, weil dieses Video hier am 5. Juli eigentlich online sein muss. Aber ich am 3. Juli zum Rockharz Festival fahre, wo auch ein Vlog kommen wird. Ich heule gleich wirklich. Das ist das Coolste, was mir jemals passiert ist. Danke NYX Cosmetics, NYX Professional Make-up. Dass ihr sowas auf die Beine stellt. Ich bin so, so unglaublich happy. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich glaube, an der Stelle breche ich das Video jetzt auch ab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben.
kommentiert, was ihr auch gerne hättet, was ihr vielleicht da schon von ausprobiert habt, weil ich brauche Ewigkeiten, um das alles auszuprobieren, das weiß ich jetzt schon. Und ja, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr von den Next Phase Awards zu verpassen. Ich habe auch schon eine richtig geile Idee zum ersten Thema. Das erste Thema ist ja Living Art. Und da habe ich echt schon coole Ideen. Und die werde ich direkt nach dem Festival umsetzen. Und sehr, sehr gespannt. Und Glocke natürlich aktivieren. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns. Bye.